Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Elden Ring. In der letzten Folge sind wir nochmal uns rächen gegangen an dem miesen Typen da unten in dieser... Wie heißt denn das eigentlich nochmal? Es zählt irgendwie alles zu Siofra. Aber das war hier Dynastien-Mausoleum. Da oben hatte ich mich ja auch schon mal fast zum Mogwin-Palast durchgekämpft. Ach nee, Mausoleum ist es ja... Hier unten war ich, Palastallee, da kann man schön farmen. Das ist ein guter Farming-Spot. Und den miesen Typ habe ich jetzt erlegt. Ich muss dann halt mal gucken, wie stark diese Vögel auf dem Feld sind. Aber ich glaube, hier ist es echt noch ganz schön heftig. Was ich irgendwie finde, hier in Kaelit habe ich wenige Punkte. Da habe ich nicht so viel erkundet. Ach, hier oben war das andere, genau, wo diese drei Duellanten waren, wo ich alle drei platt machen muss. Die sind auch echt hart. Ja. Gehen wir mal in die Hauptstadt. Leider ist hier... Das hier war echt tragisch, gell, mit den Aufträgen. Dass die jetzt alle weg sind, die NPCs, und ich leider die ganzen Aufträge nicht gemacht habe. Weil der eine Auftrag hier ist, den hätte ich eh noch nicht machen können. Muss ich erst durch die Hauptstadt durch, und das ist wirklich tragisch. Deshalb gehen wir jetzt in die Hauptstadt. Ich versuche mal, die Baumwächter zu killen. Welche Waffe nehme ich denn dafür am besten? Soll ich zu Fuß rangehen? Am besten wäre halt einen mit dem Pferd hier rauslocken und den dann hier hinten verprügeln. Oh nein, ich bin hier doch bei beiden. Ich muss gucken, dass ich zurückkomme. Nein, ich habe das Schild nicht hochgekriegt. Der geht mir aber auf den Mund, ey. Wenn ich es schaffe, ihn langsam zu machen, wäre gut. Ey, yo. Du Drecksack. Und den Nebel wird er vergessen. Ja, friss Scheiße. Glaube ich, direkt zwei Hände nehmen sollen. Oh. So einen packe ich, aber tragischerweise gibt er keine Erfahrung. Sehr viele Tränke gefressen für den jetzt.
Nein, ich habe die Tränke nicht ausgewählt. Ah. Oh, 20.000 gaben die. Erdenbaum-Großschild, Heldenrune. Zeig mal her, das Erdenbaum-Großschild. Boah, das ist ein mächtiges Schild. Es hat halt auch ein mächtiges Gewicht. Ich mal kurz gucken, ob es das mächtigste der mächtigen Schilder ist. Das hier ist halt das Beste gegen magisch. Obwohl, das ist nur bei Heilig besser. Also wenn ich einen Gegner habe mit Heilig, ist das hier gut. Ansonsten ist das hier überall besser. Ah, ist mir zu schwer. Jo, die Waffe ist echt geil. Ja, und der Nebel war voll wichtig. Den zweiten habe ich viel besser weggekriegt, weil ich den direkt mit dem Nebel behakt habe. Okay, jetzt ist die Eingangstür schon mal frei. Laden wir uns mal auf. Und dann gehen wir mal in den versiegelten Tunnel. Vielleicht kommen wir ja über den versiegelten Tunnel in die Hauptstadt. Ich habe auf jeden Fall vom Dings so einen Schlüssel gekriegt. Hier der eine, der Dung-Eater, der Dungfresser, der hat mir so einen Schlüssel gegeben. Ich muss nur mal gucken, wo hier... der Tunnel. Gucken, ob ich den mit der Waffe was machen kann. Oder ich abprall. Geht eigentlich ganz gut. Hier unten in so einer Truhe habe ich... Ich war hier nur mal ganz kurz drin und habe mir hier in der Truhe... Oh, oh, was war das? So, ich habe die Waffe noch in zwei Händen. Kann ich gar nicht blocken. Ja, hier in der Truhe habe ich den Stein gefunden. Ja, die Klangperle, dass ich mir die Steine kaufen kann. Natürlich auch cool, dass ich die mit der Waffe killen kann. Dann brauche ich hier gar nicht rumwechseln, nämlich. Ich glaube, das wird meine neue Lieblingswaffe. Die ist echt geil. Oh, hat mir irgendwie, was hat denn der mir gegeben? Kopfstoß oder was? Der hat mir irgendeinen Schlüssel gegeben. Für hier. Der geht mir echt nur rein, holt sich die Klangperle und fertig. Nee, ich muss nur einen anderen Weg gehen. Ich gibt's auch nur einen anderen Weg, glaube ich. Ich bin nur jetzt direkt rechts gegangen. Ich meine, mir konnte auch links gehen. Ah, guck mal hier. Ha, krass. Da oben liegt aber was. Ich glaube, hier war der Eingang. Der Eingang des versiegelten Tunnels. Hä? Ich meine, ich kann mich ja herbeamen. Ach ja, genau, hier ist der Eingang.
ist ganz hier unten. Da musste man hier so runterlaufen. Okay, okay. Ich habe den versiegelten Weg gefunden. Und dann gehen wir natürlich in den versiegelten Weg rein. Mal sehen, wo er uns hinführt. Sehr gespannt. Ich fühle mich auch recht sicher mit der Waffe. Ich hoffe natürlich, dass ich noch ein paar Schmiedesteine finde. Allerdings brauche ich jetzt, glaube ich, 6 von den 5ern. Das ist recht viel. Ah, hier oben kann ich noch was einsammeln. Goldene Rune. Ach, der hat von hier oben Fernkampf gemacht. Das geht natürlich auch. Aber ich habe sie hier ziemlich gut besiegt, muss ich sagen. Das hat alles gepasst. Habe ich meine Lampe eigentlich dran? Ja. Mal die Lampe lieber dran. Okay, hier ist schon mal ein Fahrstuhl. Es geht weiter runter. Oh je. Yeah. Ich scheiß mich ein. Muss mal gucken am Fahrrad. Boah, das sind so Zwischendinge. Das ist echt krass mit den Fahrstühlen, dass da voll oft so extra Wege sind. Ist er versiegelt, der Tunnel nicht Angriff versuchen. Jo, dankeschön. Ja, eigentlich ist es relativ offensichtlich, dass es hier weitergeht, muss ich sagen. Unerwartet fand ich es jetzt gar nicht mal so. Okay, da ist eine Leiter. Drüben steht einer. Soll ich den Bogen erschießen? Ach, lieber nett, wenn der mich hier erschießt, dann fahre ich hier nachher noch runter. Wenn ich darüber springe, gibt es kein Zurück mehr. Also probiere ich es erstmal hier aus. Obwohl, da ist ja eine Leiter. Ja, ich will trotzdem erstmal hier gucken. Jo! Der hat mich erschreckt. Wo ist der andere hin? Habe ich den runtergeboxt? Ach, hier kann ich dann darüber laufen. Die kleinen miesen Typen, dann lachen sie auch noch so. Auch der nervt einfach nur, glaube ich. Ist nicht weiter schlimm. Ja, ein Steinschwertschlüssel, geil. Ich freue mich schon, wenn ein Boss kommt und ich kann meinen Doppelgänger rufen. Ich glaube, dann nehme ich die Waffe so und rufe den. Haben die kleinen Drecksäcke rumgelacht. Also runter komme ich auf jeden Fall. Da ist so ein Schlitz. Da muss ich wahrscheinlich mit irgendwas Schwerem draufhauen. Ich muss den erstmal tot machen, bevor der mich hier auf die Brücke nervt. Kein Bock hier runter zu fallen. Das ist nicht schön. Siege der niederen Soldaten. Jo, geil. Ein goldener Federviehfuß. Falls ich mal wieder Runen sammeln gehe, wird mir das extrem nützlich. Platzen so denn ihre Leichen? Okay. Ich könnte hier runterhüpfen. Aber ich glaube, bevor ich da runterhüpfe, gucke ich mich hier nochmal um. Ich will wissen, was es hier noch gibt. Unten ist auf jeden Fall extrem viel Blut. Ja, springen wir runter. Hat sich angehört, als ist hier irgendwas Großes angegangen. Oh! Oh! Weg, weg, weg! Oh, Mist! Lass mich raus!
Ding auch langsam, ne, mit Eis. Ja, ich glaube, die Maschinen, die interessiert das Eis gar nicht. Aber Frostnebel könnte ich dem mal geben. Ja, jetzt hör auf damit. Stärkere Maschinenmusik auf jeden Fall. Gut, gut, gut. Gut, so weit, so gut. Jetzt können wir hier erstmal sammeln. Da hätte ich mal gucken können oben, ob ich vielleicht mit Fernkampf auf diese komische Maschine hätte einschießen können. Das wäre nicht schlecht gewesen. Ich nehme das riesige Loch. Ah, jetzt. Mist. Ich weiß, die Riesen, die können das. Ich glaube, ich hätte die Maschine das Ding hier kaputt machen lassen sollen. Ja. Gegner voraus benötigt. Ja, Mist. Der hätte das wahrscheinlich kaputt gemacht. Kacke. Egal. Jetzt hier weiter. Dunkelschmiedestein 5, jawohl. Da habe ich nicht so viele davon. Gut, gut. Aber gut, dass ich das jetzt weiß. Da muss ich den... Soll ich sie direkt nochmal spawnen lassen? Naja, ich glaube. Waren zwar viele kleine Drecksäcke, die ich auf dem Weg hier hinkillen muss. Allerdings könnte ich an den Arbeitern vielleicht einfach vorbeireiten. Reiten. Rennen natürlich. Ja, ich will wissen, was dahinter steckt. Hier will ich mich nochmal umgucken. Das sind überall so Dinger. War da was Wichtiges? Das sind auf jeden Fall extrem viele so Vorsprünge. Vielleicht könnte ich da sogar so runtergehen. Naja, ich hole erstmal die Gegner zurück und überlege, ob ich hier durch den einen Raum dann einfach durchrenne. Kann man dann nochmal hoch hier hinten, gell? Hier, ja. Eigentlich kann ich bis zum Aufzug durchrennen. Dann muss ich mich mit denen hier nicht alle behängen. Die sind zwar einfach, aber wirklich viel. Ja, obwohl, die Gabenohren. Ich glaube, ich kill sie doch. Ich guck mal, was die so geben. Und entscheide mich dann spontan, ob ich durchrenne. Was ich auf jeden Fall machen kann... Ich kann von oben die Kleinen abknallen. Ah, jetzt habe ich nicht aufgepasst, wie viele gab. Ja, ein kleiner Drecksack. Hm, naja, 350, der Kleine. Achso, ich habe mich gerade gefragt, warum er die Drehung nicht gemacht hat. Das war, weil ich die Waffe in beiden Händen hatte. War es nicht hier unten in der Ecke, wo es weiterging? Hier hinten ist es. Hier geht's weiter. Ja, ich kann mal gucken, ob ich mit Fernkampf die Kleinen wenigstens wegkriege, dass die mich da nicht nerven. Aber ich will wissen, was da hinten dahinter steckt. Ah, da war so ein... Ich hab's gesehen. Hoch. Hier an der Ecke muss ich irgendwann runter. Wollen Schmiedstein 5. Komme ich da jetzt runter, ohne zu sterben?
Archiv, klar. Aber ich glaube, 2 Schmiedesteine, 5 habe ich schon. Ich brauche aber insgesamt 6, damit ich hier die Waffe noch eins verbessern kann. So, wo sind die kleinen Stinker? Ich weiß, hier rechts sind welche. Ich glaube, die muss ich erst alle umbringen, sonst nerven die mich dann. So, ihr kleinen Stinker. Ja. Ah, scheiß Dreck. Gegen dieses Schild besser. Nein! Ich weiß doch, dass hier noch eine ist. So, jetzt gucke ich mal nach Fernkampf. Ja, ich brauche das Uchi-Katana gerade nicht. Genau, da unten waren doch auch so kleine Drecksäcke. Ah, was soll's. Ich glaube, die Attacke muss es machen. Schmiedestein 8, naja. Ist natürlich geil, aber ich glaube, mit Schmiedestein 8 kann ich noch gar nichts anfangen. Komm her, Blob. Schaden. Gut. Die Rote ist so stark mit der Waffe. Der hat kaum Leben verloren, obwohl er die ganze Zeit so irre drauf prügelt. Jawoll, ey. Das wird schön beim nächsten Boss. Das wird wundervoll. Gut, wir haben es geschafft. Warum will denn der jetzt nicht die Leiter hoch? Endlich. So, wir haben uns die Belohnung geholt und haben das Ding gekillt und auch mal die Imitatorenträne getestet, die wirklich extrem stark ist. Muss ich sagen, sehr gut. Gefällt mir super. Kostet halt 660 Leben. Aber ja, das ist total wert. Heiltränke habe ich immer genug dabei. Dann wird sich einfach eine Gnosse und dann geht es wieder. Und in der nächsten Folge treffen wir hoffentlich auf einen Boss und kommen vielleicht sogar unterirdisch in die Hauptstadt rein. Ich weiß es noch nicht. Wenn nicht, müssen wir oberirdischen Plätzchen suchen. Aber wir gehen hier auf jeden Fall weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Bleibt gesund und macht's gut.